Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 und The Great War Mod. Wir sind am 30. Juni 1917 angekommen und, ihr Lieben, das wird leider fürs Let's Play die letzte Folge sein. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe ein Problem. Ich kann mich nämlich nicht losreißen von dem Spiel, weil es leider unheimlich spannend ist. Denn auch hier unten, Königreich Italien, ihr seht's, die sind hier ziemlich stark sich am Ausbreiten. Also, ich kann mich nicht losreißen. Das ist die Kurzfassung. So, und deswegen möchte ich euch anbieten, dass wir das weiterspielen am sogenannten Welteroberungsmittwoch. Jeden Mittwoch live bei YouTube und Twitch gibt es Paradox Games, um die Welt zu erobern. Und da passt das relativ gut rein. Und aktuell läuft dort Crusader Kings und ich würde sagen, wir machen dieses Spiel im wöchentlichen Wechsel mit Crusader Kings. Ab der nächsten Woche, das wäre der 23., da startet dann Hearts of Iron 4. Wir spielen diesen Spielstand weiter. Kommt gern vorbei, würde mich freuen. Und danach die Woche gibt es dann Crusader Kings 3 und dann immer wechselnd. Ich bin ganz ehrlich, ich kann mich echt nicht losreißen von dem Spiel. Das ist schon echt... Es ist leider Gottes echt cool. Also... Das ist so spannend nach wie vor. Wir sind nämlich hier auch noch kein Stück weitergekommen in Frankreich. Da haben wir nichts geschafft und die Gegner werden ja nicht schwächer. Also Frankreich und Großbritannien ist ja durchaus noch da. Ja? In Russland sieht es gut aus. Sowjetunion, oh wow. Die sind ziemlich groß. Und auch hier werden wir natürlich dann hoffentlich auch bald einen Friedensvertrag mit denen schließen können. Da bin ich gespannt. Und natürlich hier haben wir noch Probleme. Ne? Er steht bald hier an der Grenze und wir müssen hier eine Armee hinschicken. Denn ansonsten sieht das hier böse aus. Das muss man ihm ganz klar sagen. Wenn Istanbul fällt und das Land weg ist, dann steht er hier. Und von hier kann er in unser Land eindringen und das wäre eine Katastrophe. So, in dem Sinne, wir werden die russische Front ein bisschen umorganisieren. Das hatte ich ja schon mal angekündigt. Und wir werden hier jeweils zwei Armeen oder zwei Divisionen hier reinpacken. Und ich denke, die beiden auch damit rein. Und vier Stück von der... Dann nehmen wir die Schutzdivision. Das finde ich ganz gut. Die, denke ich, reichen in Russland aus. Die packen wir damit hin. Und die sechs kommen an die Heimatfront. Und bekommen einen ganz neuen Befehl. Die stellen sich nämlich dahin. Dann will ich nämlich auf jeden Fall vorbereitet sein... Das möchte ich hier nicht riskieren. So, hier haben wir jetzt 48 Divisionen. Und diese 48 Divisionen werden an der Ostfront weiter aushelfen. Das heißt, hier einmal löschen bitte. Zack. Army Group 2. Hier wird einmal alles gelöscht. Jetzt ist die Frage, wo wir uns hier am besten aufteilen. Frontlinie wäre ja von hier oben ab. Ich habe da aber auch nochmal drüber nachgedacht. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier oben Sinn macht. Wir werden hier vorne anfangen, ab hier. Hier diesen See, das macht keinen Sinn. Das heißt, wir werden uns aufstellen, einmal ab hier. Bis an unsere Grenze. Ja, das ist natürlich ein bisschen wenig Truppen, aber mehr haben wir jetzt leider nicht zur Verfügung. Und die Schlagrichtung wird ganz klar sein... In die Richtung. So. Dann soll er sich erstmal umorganisieren. Er kann hier sogar 30. Ah, okay. Das ist natürlich... Nee, das geht nicht. So. Okay. Wir können übrigens der Division sagen, dass sie auch mit dem Zug reisen darf. Dann sind die ein bisschen schneller da. Denn hier mache ich mir tatsächlich Sorgen, dass wir hier unten den Krieg ansonsten verlieren. Das möchte ich tatsächlich auch nicht. So. An der Front sieht es gut aus. Und Military Youth, das ist gut. Das bringt uns
2% mehr rekrutierbare Bevölkerung. Gucken, was wir hier bekommen. Ausbildungszeit der Armee minus 10%. Ja, das ist auch gut. Das können wir auch nehmen. Okay, wie sieht es denn hier überhaupt aus mit uns? Die Panzer. Ja, hier fehlen natürlich noch Panzer. Ja, 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 klar. So, wie sieht es mit der Produktion aus der Panzer? Ja, wir müssten fast noch mehr hier reinpacken. Ja, wir haben mehr als genug Infanterieausrüstung. Das macht ja alles keinen Sinn. Wir brauchen nicht noch mehr Infanterieausrüstung. Da produzieren wir genug. Wir brauchen Panzer. Feldgeschütze bleibt so. Passt. Dann können wir nämlich auch langsam anfangen, dass wir, wenn wir genug Feldgeschütze haben, nicht nur die Stoßtruppendivision damit ausstatten, sondern dass wir auch, wo haben wir sie? Unsere Infanteriedivision damit ausstatten. Und hier bin ich ja tatsächlich am Überlegen, dass wir die Infanteriedivision tatsächlich passend zur Gefechtsbreite designen. Oder dass wir halt direkt auf 40 gehen bei der Gefechtsbreite und uns wirklich dicke Infanteriedivisionen bauen. Aber das braucht natürlich schon eine ganze Menge. Also eine ganze Menge Material, das haben wir halt nicht. So, hier haben wir einen 21er. Da könnte man theoretisch... Ich glaube, wir könnten einen wegnehmen. Wir haben Infanterie 2 auch. Das könnte man natürlich auch machen. Verteidigung plus 0,8. Was würde uns das denn kosten? Nix. Das ändern wir mal nicht. Ich würde das tatsächlich mal bei dieser Schutztruppe ausprobieren. Da haben wir nur... Wir machen das mal bei dreien. Die heißt ja auch Schutztruppe. Wir probieren das mal aus. Bei den Schutztruppen ändern wir das mal aus. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das ändert auch ihre Erfahrung. Schade. Gut, das war ja zu erwarten. So, weitere Fabriken. Und ihr geht bitte auch alle auf den Panzerbau. Wir müssen jetzt hier wirklich massiv Panzer produzieren. Denn sobald die ersten Panzerdivisionen des Feindes hier auftauchen, müssen wir bereit sein, dagegen gegenzuhalten. Das ist ganz wichtig. Ja! Karl I. hat bekannt gegeben, dass die feigen serbische Nation unter Druck der überwältigenden Präsenz österreich-ungarischer Truppen im ganzen Land nicht mehr standhalten konnte. Die serbische Regierung hat entschieden, aus ihrem eigenen Land ins Exil zu fliehen. Ihre Haupttruppen haben kapituliert und das österreich-ungarische Reich kontrolliert nun ihre Heimat. Anderswo tobt der Krieg weiter gegen die Überreste der Entente. Zwar noch, aber das ist ein großer Sieg für die Mittelmächte. Ja, sehr gut. Das ist ziemlich gut. Dann können wir uns jetzt nämlich hier um die Reste kümmern. Die hier immer noch sind von den Russen. Ernsthaft? Echt jetzt? Jetzt gibt es sie gleich in die nächste Front, weil ihr Idioten hier abzieht? Hallo? Hier sind noch welche. Oh Gott, im Himmel nur eins, ey. So, wo sind unsere Truppen? Ach, wir stehen da schon. Moment. Da unten? Das finde ich jetzt aber nicht sinnvoll. Ich weiß es nicht. Ansonsten organisieren wir das selbst. Also das ist ja jetzt... Das ist ja nur ein bisschen Unsinn, was du hier machst, ne? So. Ich hoffe, der bleibt da auch stehen. Und zieht nicht gleich wieder zurück. So, Forschung. Ja, jetzt haben wir das hier. Das bringt uns Verteidigung auch mehr. Sehr schön. Ja, ich bin halt überlegen, ob wir tatsächlich hier in Richtung des Panzers gehen. Heavy Tank. Wir machen das. Wir fangen hier an, den Heavy Tank zu erforschen. Alles klar. Gut. Frankreich hat die hellenische... Nein. Ernsthaft? Oh Leute, das kann nicht wahr sein. Also das ist ja jetzt echt Mist. Aber
Was für ein Zufall, dass wir hier unten gerade eine Division stehen haben. tja. So, also ihr bitte. An die Front. Und ganz klarer Auftrag. Sturm nach Athen. Mann, ey. Das Problem ist, wenn wir hier jetzt Sofia verlieren, dann wird es natürlich ein Problem. So, das führen wir gleich aus. Da sollen sie gleich angreifen. Also hier unten geht es echt gut ab, ne? Hier stehen sie jetzt vor Istanbul. Das ist jetzt echt ein Problem für uns. Muss man ganz klar sagen. Wir müssen da Truppen hin abziehen. Also wir brauchen hier unten mehr Truppen. Wie sieht es denn hier in Russland aus? Er kann angreifen. Okay, dann los. Nein! Nein, das ist... Ah, shit. Oh. Jetzt haben wir echt das Problem. Jetzt müssen wir Truppen definitiv abziehen. Tja, wir brauchen die Armee. Wo waren die hier unten? Ja. Schicken die an die Heimatfront? Ja, geht nicht anders. Und holen die an diese Front, bitte. Ach, wir müssen da erst den Befehl auflösen für... Oh Gott, wo finde ich denn jetzt diese Armee? Was zum Henker? Welcher Befehl gehört dieser Armee? Ja, das ist ja... Moment. Also wenn ihr da irgendeinen Tipp habt, wie ich jetzt am besten hier sowas auflösen kann, schreibt es gerne mal in die Kommentare. 24 Divisionen, das ist die 7. Armee. Müsste hier irgendwo sein. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige erwischt. Und jetzt möchte ich gerne mit dir... einmal da unten hingehen. Zack. Zwei. Ernsthaft? Ich habe zwei Divisionen erwischt. Kann nicht wahr sein. Okay. Komm, wir machen das. Wir malen das nochmal neu hier. Das brechen wir auch ab. So. Jetzt haben wir noch mehr erwischt. Jetzt ist er auch frei. Sehr gut. Und bitte einmal dorthin. 17 Divisionen. Mit dem Zug bitte. Und ab dafür. So, wie läuft's in Russland? Ah, zufriedenstellend. Das ist gut. Hier helfen wir den russischen Truppen. Ja, den Truppen. Das Problem ist, wir müssen uns hier echt zurückziehen. Auf Dauer. Wir brauchen die Truppen eigentlich woanders. Wie sieht es hier mit der Ausbildung aus? Ganz gut. Versorgung ist auch gut. Dann können wir tatsächlich zwei weitere ausbilden. Wir brauchen jetzt hier echt Truppen. So, da kommen unsere Freunde. Und unsere Truppen. Ich würde gerne sehen, dass der Feind tatsächlich hier unten... Jetzt ist irgendwas passiert. Moment. Ja! 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 Sehr gut. Das ist gut für uns. Ja! Lizenzen aushandeln. Sehr, sehr geil. Was können wir denn da machen? Das versuchen wir mal. Wir haben jetzt... Ja, wir können die Ostfront auflösen. Super, super. Richtig, richtig, richtig gut. Okay, so. Eine Division. Jetzt gucken wir mal, welche.
Die Truppe kommt an die Westfront. Und das nennen wir nicht Heimat, das nennen wir jetzt Südfront. Da können wir jetzt weitere Truppen hinschicken, nämlich 24 aus der Armee. Jetzt müssen wir hier oben erstmal alles löschen. Und das wirst du machen. Ihr kommt also erstmal du dahin. So. Alles klar. Das heißt, die Sechse da mit rein. Beziehungsweise du kannst auch da direkt mit reingehen. Jawohl. Und du bekommst den Befehl, wenn wir hier erstmal alles löschen. Gut. Hier vorne haben wir, glaube ich, alles gelöscht. Und du bekommst den Befehl, hier die Frontlinie. Zack. Und bitte einmal mit dem Zug. Ja, sehr schön. Und dein Angriffsbefehl lautet ganz klar einmal da unten hin. Das sind die Elitetruppen, die Russland bezwungen haben. Freiwillige entsenden. Oh, jawohl. Habe ich das weggeklickt? Ich hoffe nicht. So. Dann haben wir 17 Divisionen, die hier jetzt ankommen. Und ihr sollt auf jeden Fall, wenn ihr denn da seid, in die Richtung vorstoßen. So, okay. Jetzt müssen wir hier was weiter bauen. Das ist gut. Das ist sehr gut für uns. Und wir haben, wow, guckt euch mal, was wir bekommen haben. Uiuiuiuiui. Wir haben diesen ganzen Bereich hier erhalten. Nicht schlecht. Dann können wir auf jeden Fall ein paar Militärfabriken bauen. Das ist schon mal ganz gut. So, okay. Unsere Truppen sind unterwegs. Vor allen Dingen haben wir jetzt überall mehr Truppen. Das ist halt echt, das ist gerade eine ziemlich, ziemlich gute Situation. So, ihr seid da unterwegs, du bist dort. Gut. Wo sind denn unsere Truppen jetzt? Ach so, wir haben schon. Ach so, du hast gar keinen Befehl mehr. Nee, du brauchst, musst ja. Nee, du musst ja da unten hin. Ja. Genau. Da unten hin. Das war ja mal Russland. Und dann Angriffslinie erstmal da hinten hin. So. So, da sind jetzt auch unsere Truppen. Oder noch nicht ganz, sie sind unterwegs. Gucken wir mal. Sind im Zug. Alles klar. Vorbereiten noch nicht abgeschlossen. Hier kümmern wir uns zum Schluss drum. Hier halten wir die Front. Da möchte ich halt tatsächlich. Da machen wir jetzt nichts, ne? Die Frage ist, ob wir da jetzt was machen könnten. Also, auf jeden Fall müssen wir das alles neu organisieren hier. Also auch hier alles einmal löschen. Und du bitte mit deinen neuen Truppen an der gesamten Front? Nein. Nein, 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 nein. Wir stellen uns an die Front, bitte. So, und du unterstützt bitte an der Front. So. Sehr gut, haben wir das. Und du bekommst den Befehl, auf Paris vorzustoßen. Über Metz. Ja, gut, das ist jetzt, glaube ich, auch egal. So, dann schicken wir hier unsere Truppen jetzt hin. Okay, ich hoffe mal, dass das ausreicht. Ich denke ja, und sobald wir unsere Truppen hier haben, sollten wir hier auch in der Lage sein, die Front zu halten. Das Schlimme ist, er könnte jetzt hier angreifen und er würde wahrscheinlich sogar gewinnen, aber er macht's nicht. Naja, okay. So.
Haben wir jetzt die Möglichkeit, hier hinten in die... Ja, Infantry Effort. Sehr gut, das machen wir. Ich hätte mich gern die nächste Forschung. So, hier sieht's gut aus. Also, Südfront. So, du bitte Plan ausführen. Und du bitte Plan ausführen. Ja, hier haben sie sich jetzt versammelt. Hier stehen sie jetzt alle. Expeditionstruppen vom Vereinigten Baltischen Herzogtum. Moment, wie bitte was? Oh, was ist denn hier passiert? Die Ukraine. Oh. Sehr schick. Militärzugang. Ah, schade, machen sie nicht. Na, da müssen wir aufpassen, dass uns hier nicht jetzt einer in den Rücken fällt. Hier gibt es... Ei, das ist ja spannend. Cool. Ja, das sieht doch gut aus. Hier läuft es halbwegs gut. Ja, das hier macht mir echt Sorgen. Da sind wir... Ich kann gar nicht sagen unterlegen, aber... Hier hat er relativ stark aufgefahren, ne? Das muss man echt sagen. Okay, ich hoffe, dass wir das hier auch bald erledigen können. Hier sieht es gut aus. Westfront. Sind die Truppen jetzt alle da an der Westfront? Ja. Aber er sagt mir immer noch, dass wir keine Chance haben. Planwert ist im Nachteil, okay. Wir haben hier weitere Divisionen jetzt bekommen. Ja, wo schicken wir die hin? Kriegt er. Hedges hat kapituliert. Wie bitte wer? Wahrscheinlich hier unten irgendwo. Mit wem sind die denn jetzt alles im Krieg? Okay. Wir sind mit... Ah, ja, okay. Naja, dann. Ich frage mich aber, warum die jetzt hier unten weiter erobern. Na gut. Soll nicht unser Problem sein? Wir kümmern uns hierum. Nicht zugewiesene Division? Oh. Moment. Ach, das sind unsere beiden... Oh, was haben wir denn hier für Truppen bekommen? Kanonenfutter für die Südfront. So. Lizenzproduktion erbitten. Haben wir hier irgendwas Schönes? Ah, die Belagerungsartillerie wäre schön, aber haben sie tatsächlich nicht. Nee. Passt. Und hier verlieren wir jetzt massiv. Oh, das ist natürlich auch doof. Moment, wie bitte? Der hat hier Panzerdivision? Nein. Tatsache. Oha. Der kommt hier mit Panzern schon an. Puh. Also, hat der auch schon Panzer? Nee. Also da müssen wir echt aufpassen. Scheibenkleister. Wie sieht's hier aus? Ja, da noch nicht. Aber wir sind hier auf dem Vormarsch. Ah, das ist schon heftig. Hier auch. Wir sind hier einfach zu viele. Anti-Tank-Equipment, das ist gut. Das entwickeln wir auch direkt weiter. Okay. Das müssen wir auch bitte direkt produzieren. Denn er kommt jetzt tatsächlich mit Panzern. Anti-Tank-Equipment bitte. Jetzt die Frage, haben wir genug Artillerie? Ja. Dann nehmen wir da einmal Artillerieproduktion raus. So. Wir brauchen ganz dringend Anti-Tank-Waffen. Das ist echt entscheidend. Okay, sieht gut aus. So machen wir das. Moment, wir haben noch freie Fabriken. Echt? Okay, dann machen wir nochmal... Alles auf Anti-Tank. Wir müssen ganz dringend Anti-Tank-Waffen produzieren.
Tja, es läuft tatsächlich unerwartet schlecht an der gesamten Südfront. Aber das war auch irgendwie zu erwarten, weil die sich jetzt komplett alle auf uns konzentrieren. Das hier macht mir momentan am meisten Sorgen tatsächlich. Dass wir dort nicht in der Lage sind, das zu halten. Das macht mir momentan am meisten Sorgen. Und hier auch. Wir sind momentan, das sieht momentan nicht gut aus. Möchte einen direkten Angriff haben, bitte. Ja, das ist. Ich verstehe auch, okay, wieso haben wir denn da so viele Probleme? Fünf Reserven. Krass. Hat aber eine gute Verteidigung hier. Wahnsinn. Okay, wir brechen das hier ab. Das macht keinen Sinn. Hier sind wir jetzt langsam. Ich bin überlegen, ob wir das hier wirklich abziehen. Die Frage ist, ist die Ukraine auch im Krieg? Oder sind die Russen auch im Krieg mit jemandem? Nee, ne? Mhm. Keine Vorlage? Ja, das ist mir egal. Das passt schon. Das ist jetzt echt schwierig. Ziehen wir diese Truppen ab? Das Problem ist, wenn nicht, könnten wir potenziell diese Front hier verlieren. Die Front ist stabil. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen in Frankreich zum Angriff über. Aber wir sind halt noch im Nachteil. Jetzt haben wir zumindest ein paar Panzerdivisionen. Die können wir hier mal reinpacken. Die erste Panzerdivision bei uns. Ja! Mal gucken, was sie bringt. Die ersten 240 deutschen Kampfpanzer. Und ich würde sagen, wir müssen ihn hier dazu zwingen, Truppen abzuziehen. Wir müssen da hinten, wir müssen dort anfangen. Und das sieht ja erstmal tatsächlich gar nicht so schlecht aus, aber wir müssen dort durch. Das geht nicht anders. Oha. Sieht echt nicht gut aus hier, ne? An der Front. Na, also, es tut mir leid. Ich zieh die hier ab. Ich zieh die ab. Das bringt nichts, wenn wir hier unten Truppen haben. Alles löschen bitte. Das bringt überhaupt nichts, wenn wir hier unten gewinnen. Wenn dafür hier oben die Front zusammenbricht und die Anfang 1980 in München stehen. Mit dem Zug bitte. Einmal hier hin. Ja. Nein. Egal, was du machst. Es ist doof. Hat er jetzt. Ach, jetzt hat er schon wieder keine Truppen hingeschickt, wa? Moment. So, bitte alle Truppen. 19 Divisionen. Dahin bitte. Und mit dem Zug. Und das Ganze auch bitte ein bisschen fix. Wir haben es hier nämlich eilig. Ernsthaft? Jetzt gibt es hier Japaner? Boah, das ist doch unglaublich. Jetzt haben die uns da echt eingeschlossen. Ich fasse es nicht. So, hier sind wir zumindest nicht mehr auf dem Rückzug. Sehr schön, das ist gut. Das erhöht unsere Produktionsleistung. Und bitte damit weitermachen. Wir müssen die Produktionsobergrenze erhöhen. Okay, hier haben wir auch demnächst ein paar Truppen frei, das ist gut. Und hier hoffe ich, ja, die erste Provinz ist zurückerobert. Sehr schön. Infrastrukturfokus, sehr gut. Wir gehen mal in die Richtung. So, hier sieht es noch nicht so gut aus, aber das ist mir das am wichtigsten, dass wir sie vom deutschen Boden vertreiben. Metz,
da müssen wir über einen Fluss. Okay, hier können wir es anscheinend halten, das ist gut. Und ich hoffe, dass er jetzt Truppen hierhin abzieht, damit er sieht, hey, da kriege ich Probleme. Okay. So, wieso zieht er die Truppen jetzt hier nicht ab? Weil er hier unterstützt? Ja, nu, komm weg da. Was soll das? Was soll der Quatsch? Die sind echt durch diese Kämpfe noch gebunden. Das ist ja, also das ist ja echt grausig. Aber wir haben hier alles abgebrochen, ne? Ja, zumindest das, was möglich war. Na gut. Tja, so wie es aussieht, kriegen wir die Truppen da so schnell nicht raus. Okay, da sind 30 Divisionen. Ich hoffe mal, dass wir die irgendwie in den Krieg mit reinkriegen. Aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Vielleicht kriegen wir die Russen mit in den Krieg rein. Also die Sowjetunion. Freiwillige Nation entsendet. Ah, das werden sie nicht tun. Unterschiedliche Ideologie. Na, schade. Na gut. Wie sieht es denn jetzt mit unseren Panzerabwehrwaffen aus? 100 haben wir schon. Und 2000 Geschütze. Die 2000 Geschütze sind gut für uns. Können wir nämlich überlegen, ob wir tatsächlich unsere Sachen mal aufrüsten. Ich würde mal gerne gucken, was das hier kostet, wenn wir hier Artillerie reinpacken. Artillerie, Panzerabwehr. Dann sind wir bei 5000 Feldgeschützen. Boah. Also da müssen wir noch ein bisschen was für machen. Dann nochmal eine Artillerie und nochmal eine Panzerabwehr. Dann sind wir bei 39. Das ist zu teuer. Und wenn wir nur eine Artillerie reinpacken in die Division? Das ist auch zu viel. Wir könnten das bei unseren Stoßtruppen versuchen. Das wäre eine Möglichkeit. Dass wir hier Artillerie mit reinpacken. 30. Infanterie. Und dann auf 40 gehen. Dass wir hier eine richtige große Division draus machen. Das würde klappen. Das machen wir. Aus unserer Stoßtruppendivision machen wir eine richtige Stoßtruppe. Das machen wir. Da bringen wir mehr Truppen, da bringen wir mehr Material an die Front. Das ist wichtig. So, leichte Panzer, 300 haben wir. Wie sieht es mit der Produktion aus? Nicht vorhanden, okay. Dann bitte zwei weitere Divisionen. Erstmal ein paar. Und wir produzieren die bitte in Frankfurt. Okay, oh, Leute, guckt euch das an. Es wird doch. Na, siehste wohl. Frankreich sieht gut aus, hier auch. Ja, hier mache ich mir ein bisschen Sorgen und hier auch. Ich will hier doch nur unsere Truppen raus haben. Wo sind unsere Truppen? Ah, sie sind da unterwegs. Sehr gut. Das heißt, bitte einmal Angriffslinie Rom. Sehr schön. Einmal mit dem Zug bitte. Jetzt gucken wir mal, ob ihr die Truppen schon bekommen habt. Ah, ist unterwegs an die Front. Okay. So, freie Zivilfabriken. Und neue Panzerdivision. Ja, sehr schön. Und die Panzerdivision kommen bitte alle inklusive mehr Truppen. Nee, nein. Ihr nicht. Ihr kommt. Nein, das war ein Fehler. Jetzt muss. Moment. Südfront. 30 Divisionen. Er hat 72, weil er verteidigt.
Du kommst damit hin. Da brauchen wir euch. Gut, gut. So. Ihr seid bereit. Angriff. Ihr seid nicht bereit. Okay, die Angriffe sehen nicht gut aus, aber zumindest hoffe ich, können wir jetzt die Front halten. Ja, Bomber. Das ist super. Und dann sollten wir auch in Luftdoktrin investieren. Das machen wir auch. So, freie Schiffswerften. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie kann das denn passieren? Dann bauen wir hier mal unsere Zerstörer weiter. Da bitte erstmal nur eins. So, freie Zivilfabriken. Ja, wir produzieren jetzt im Moment genug. Ich würde tatsächlich in Treibstoffsilos investieren. Damit wir auch dort mal ein bisschen mehr ansparen können. Das machen wir. Dann bauen wir mal ein paar Treibstoffsilos. So. Keine Vorlage. Ja, ich weiß. Aber ich will die trotzdem haben. Die soll nämlich langfristig in unsere Infanteriedivision. Aber dazu brauchen wir erstmal genug. 140. Da hätte ich schon so 3.000, 4.000, 5.000. Brauchen wir, wenn die in unsere... was auch immer das ist. Wahrscheinlich, dass die ersten Panzer an der Front gesichtet wurden oder so. Ich weiß es nicht. Und Leute, wir können mal versuchen. Genau. Ja, den Frontbogen hätte ich gerne auch begradigt. Sehr schön. So. Da stehen unsere Truppen von unseren Freunden. Die Frage ist, ob wir jetzt hiermit angreifen. Und ich würde mal sagen, wir versuchen das. Einmal Angriff einleiten, Mitte. Ja, mal schauen, ob das was wird. So, nächster Panzer. 148 Tage. Ja, wir entwickeln jetzt hier mal, wir entwickeln hier mal munter weiter durch. Das ist wichtig, dass wir dort auch weiterkommen. Leichte Panzer sind mit drin. Vielleicht kriegen wir da ja schwere Panzer. 9 Gefechte, wo es Probleme gibt. Ja, das war zu erwarten. Leider. Aber die Front läuft doch ziemlich gut. Wir stehen in Frankreich, ihr Lieben. Wir stehen in Frankreich. Echt unerwartet. Und hier sieht es auch gut aus. Nach Metz und nach Bitburg ist das, glaube ich, ins Moselland. Und ich habe doch gesagt, wir kommen wieder. Und wir kommen auch wieder mit diesem spannenden, mit dieser spannenden Folge, die ihr heute oder wann auch immer ihr sie guckt. Am Sonntag ist sie rausgekommen und auch dieses Let's Play wird weitergehen. Wie ich angekündigt hatte, am Mittwoch geht's weiter mit Hearts of Iron 4 The Great War. Und es sieht im Moment gut aus, aber wir haben Probleme. Wir haben Probleme hier unten. Dort läuft der Krieg nicht zufriedenstellend. Hier vorne sieht's gut aus. Ich denke, das werden wir jetzt auflösen. Und hier auch nicht. Das Osmanische Reich hat kapituliert. Und wir haben momentan wirklich null Truppen hier. Das heißt, wenn er sich dazu entscheiden sollte, zu sagen, hey, wir mögen dich nicht mehr und hier angreift, dann war's das. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen, wir konzentrieren all unsere Bemühungen jetzt auf Frankreich, Italien und darauf, das Osmanische Reich wieder zurückzuholen. Es bleibt spannend, ihr Lieben. So ist der Stand der Welt. So ist der Stand von Europa. Ich hoffe, ihr seid beim Livestream dabei. Macht's gut, bis dahin, euer Strategien. Ciao, ciao.